Zum ersten Mal in der Geschichte vom IWIS brauchen wir Rotorblätter. Und nicht nur eins, sondern gleich fünf. Mit dieser kleinen Serie haben wir viel vor. Bei dieser Serie bauen wir bei einigen Rotorblättern bewusst Fehler ein. Diese Fehler werden nachher im Rotorblatt getestet und auch letztendlich validiert. Im ersten Schritt wird die Rotorblattschale mit Glasgelege von außen nach innen belegt. Nach der Fertigstellung der Glasgelegelagen wird der vorgefertigte Gurt, das Rückgrat des Rotorblatts, positioniert. Als nächster Schritt erfolgt die vollautomatische Vakuuminfusion mit Hilfe einer Mischmaschine. Zuvor wurden die Rotorblatthälften mit Vakuumfolie eingepackt und ein Vakuum wurde angelegt. Der Raum zwischen den Fasern wird mit flüssigem Harz getränkt, das später aushärtet. Das Vakuum zieht das Harz zwischen die Fasern. Im Rahmen des Forschungsblattbaus wurde die Infusion und Aushärtung überprüft. Da das Harz unter Erzeugung von Wärme aushärtet, kann mit einer Wärmebildkamera der Vorgang messtechnisch erfasst und ausgewertet werden. Diese Messungen helfen, die Prozesse besser zu verstehen und schneller zu optimieren. Im Anschluss erfolgt die Verklebung mit einem speziellen Zweikomponentenkleber. Wir nutzen zum ersten Mal eine teilautomatisierte Düse, die genau die richtige Menge Kleber platziert. Auf die Klebenaht wird der Steg positioniert und mit Hilfe einer Vorrichtung in der richtigen Position gehalten. Nach dem Aushärten des Klebers unter dem Steg wird wiederum Kleber an den Rändern einer Schale aufgetragen, um beide Schalen des Rotorblatts miteinander zu verkleben. Anschließend erfolgt das Aushärten des Klebers und das sogenannte Tempern. Das Rotorblatt wird sozusagen gebacken, um es gegen Temperatureinflüsse stabil zu machen. Wir untersuchen hier in Lemwerder Rotorblattmaterialien, die wir direkt hier in der Fertigung testen. Das funktioniert nicht im Labor, sondern geht nur wirklich in der Produktion, bei der man dann feststellt, ob das Rotorblattmaterial geeignet ist für die Serienproduktion. Im nächsten Schritt wird die Rotorblattform aufgeklappt und das Rotorblatt entformt. Die Form ist nun wieder frei für das nächste Rotorblatt. Die Blattschalen wurden erfolgreich verklebt und getempert. Nach dem Öffnen sehen wir erstmals das Rotorblatt von außen. Strukturell ist das Rotorblatt jetzt fertig. Final wird nun der Bolzenanschluss gefertigt und wir übergeben das Rotorblatt an die IWIS-Abteilung Blattprüfung.